ein Mini-Haul für euch. Und zwar war ich beim Einkaufen und was wirklich ein Wunder war, ich habe nicht zu viel eingekauft. Ich war wirklich nur in zwei Läden und es ist wirklich, wie es der Titel schon sagt, ein Mini-Haul, denn es sind vielleicht 6 oder 7 Sachen. Aber ich habe trotzdem beschlossen, das euch zu zeigen und ich denke, ich fange mal mit H&M an. Da war ich bei H&M eigentlich nur wegen dieser Basic Tops, die man einfach zu allem kombinieren kann. Und da habe ich zweierlei gekauft. Einmal dieses Petrolfarbene und einmal ein graues, denn grau geht eigentlich immer. Und ich mag diese Tops sehr gerne. Man kann sie einfach so im Alltag tragen oder man kann sie aufpeppen mit einer großen Halskette und einer Lederjacke und einer dunklen Jeans und kann abends so sehr gut ausgehen. Also ich mag diese Tops sehr gern und ja, ich habe 2 von denen gekauft. Und aber das ist mehr oder weniger einfach so ein Standardding. Ich habe Socken gekauft. und ich habe die ganz nett gefunden. Sie haben ein nettes Muster und ich glaube, das sind 5 Stück. Und ja, Socken halt. Und zwar habe ich bei H&M diese Jacke gefunden und ich war super begeistert. Ich liebe nämlich diesen Lederärmel-Look total. Ich habe schon eine Jacke, die so den Lederärmel-Stil hat, auch von H&M. Und die war jetzt aber hell, weil die andere ist grün und eher dunkel. Und ich habe eigentlich direkt so helle Jacken noch nicht. Und die war jetzt eher hell und ist super weich. Also das Lederimitat ist total weich. Und hat eben diesen Reißverschluss, der seitlich verläuft. Also die wird seitlich geschlossen. Und hier an den Taschen hat sie auch nochmal so Leder aufgesetzt, wie bei den Ärmeln. Und sie ist super toll, sie schaut super aus und sie ist auf Taille geschnitten, was mir auch gut gefällt. Sie ist nicht so lang und was ich auch noch nicht hatte, ich hatte sonst immer wirklich lange Jacken, die teilweise auch über den Po gingen und die ist wirklich super toll. Ich freue mich schon total. Ich hoffe, es wird bald wärmer, dass man wirklich diese Art von Jacken anziehen kann, denn jetzt ist es mir noch zu kalt. Ich laufe immer noch in meinem Ski-Anorak rum und ja, ich freue mich schon total, wenn es wärmer wird und ich die endlich anziehen kann. Und für den zweiten Shop war ich noch bei Douglas und ich gehe sehr selten zu Douglas, weil ich selten hinkomme. Ich bin eher bei Douglas dann so der Online-Shopper, aber ich liebe Douglas. Ich könnte da einkaufen ohne Ende. Natürlich habe ich ein paar Sachen eingekauft. Und zwar einmal, und das war eigentlich mehr oder weniger ein Fehlgriff, ich wollte eigentlich mein Soap and Glory Duschgel nachkaufen. Und hatte mich bei dem hier verlesen und erst zu Hause fiel mir auf, dass ich hier ein Schaumbad gekauft habe. Aber egal, ja, ich werde mir online einfach noch das Duschgel bestellen und das ist die Soap & Glory Calm On, Calm All Bubble Bath und riecht total toll. Ich liebe eh diesen Soap & Glory Duft und ich freue mich schon total. Ich dachte mir, gut, ich nehme zwar selten ein Schaumbad, aber jetzt habe ich echt einen Grund, das öfter zu machen und ich freue mich schon total, das zu benutzen. Und ja, und es ist pink, also pinkes Schaumbad sieht man glaube ich auch nicht immer. Und dann habe ich noch das hier. Da hat mich nämlich, ich weiß nicht, ob ihr sie kennt, Ingrid Nielsen, Miss Glamourazzi draufgebracht. Die hat mal ein What's in my shower oder so Video gemacht und da hatte sie eben diese Soap & Glory Flake Away Körperpeeling. Und ich habe noch nie ein Körperpeeling benutzt, aber ich war super neugierig drauf. Und weil es von Soap & Glory war und ich diesen Duft eh total gern mag und die Marke, dachte ich mir, gut, probiere ich gern aus. Und das habe ich gekauft und ich habe es auch schon ausprobiert und ich mag es wirklich total gern. Für mich ist es noch ein bisschen komisch, da ich ja nie ein Körperpeeling benutze. Aber dann die Haut danach war super weich und ich benutze ja dann noch mein Soap & Glory Daily Smooth Body Butter und die ist ja auch noch super toll, die hatten sie leider nicht da, die werde ich jetzt online nachbestellen, weil es nämlich hieß, die gibt es nur noch online und dann läuft sie aus und dann gibt sie nicht mehr und das wäre super schade, deswegen stelle ich mir da hundertprozentig noch eine Tube. Und das sieht, ich kann es euch kurz zeigen, so aus und ja, wie halt so ein Körperpeeling anscheinend aussieht. Ja, und es riecht wirklich super lecker, es hat diesen typischen Soap & Glory Duft und ja, also ich finde es super, super klasse. Aber man sollte wirklich im Nachhinein eine Bodylotion hernehmen, denn Bodypeeling kann die Haut dann schon ein bisschen austrocknen und vor allem jetzt in der Winterzeit
Dann wäre es wirklich besser. Und dann habe ich noch. War ja klar. Dann habe ich noch das hier gekauft von NYX. Das ist ein Make-up Setting Spray. Und wer das nicht kennt, das sprüht man nach dem Auftragen von Make-up und Concealer übers Gesicht. Und das hilft, damit das Make-up besser hält, beim Schwitzen nicht davonläuft und einfach nochmal ein schöneres Make-up-Finish gibt. Und ich habe das gerade benutzt. Ich habe zwar jetzt noch nicht lange Make-up drauf und war noch nicht draußen oder unterwegs. Also ich konnte es noch nicht wegschwitzen. Und es ist wirklich super erfrischend. Es riecht gut und ja, ich habe es zwar jetzt erst einmal benutzt, aber ich bin mal gespannt. Und wenn ihr vielleicht ein Review oder so dazu wollt, könnt ihr es mal mir ja in den Kommentaren sagen. Und ja, ich bin echt sehr gespannt, wie sich das mit dem hier noch entwickeln wird. So, das war schon mit meinem Haul. Wie gesagt, es war nicht viel. Und ich bin aber super begeistert von dem Zeug. Ich finde, man muss nicht immer eine Tonne shoppen. Gut, muss man schon, also in meinem Fall. Aber ich bin trotzdem zufrieden mit dem, was ich da gestern ershoppt habe. Und ich freue mich schon total, manche Sachen noch auszuprobieren und auszutesten. Und ich werde, wenn ich alles online finde, euch die Links in die Infobox setzen, damit ihr die leichter finden könnt, wenn ihr auch Interesse an diesen Produkten jetzt bekommen habt. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und Spaß gemacht. Und wenn ihr irgendwelche Videovorschläge habt, Tutorialwünsche, was weiß ich, schreibt mir doch in die Kommentare. Also nochmal, ich hoffe, euch hat es gefallen und ich sehe euch dann beim nächsten Mal. Macht's gut, tschüss! Nugget mag mich nicht. Tasche, komm wieder rauf zu mir.